Guten Morgen, ihr Hübschen. Es ist Sonntag. Wir haben mittlerweile 8.38 Uhr. Wir sind alle wach. Der Carlos sitzt in seinem Hochstuhl. Der sitzt hier so schön. Schnuckiputz. Schnuckiputz. Sag mal guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, super. Sag nochmal guten Morgen, liebe Zuschauer. Guten Morgen, liebe Mama. Ich liebe dich über alles. Ja, ja, lach mich an. Ja, lach mich mal an. Ja, der war ganz verkuschelt heute Nacht. War ein paar Mal wach und wollte noch näher an die Mama dran zum Schlafen, ne? Wolltest du ganz nah an die Mama dran zum Schlafen? Ja? Der Pullover passt übrigens wie angegossen, den ich genäht habe. Passt der angegossen? Ja, da lacht der Carlos ja. Da lacht mein süßer Prinz. Wer ist mein Prinz? Wer ist mein Prinz? Du bist mein Prinz. Mein kleiner Prinz. Okay. Hör auf damit, Mutter. Die Joanna ist, glaube ich, gerade im Badezimmer. Dominik und Lamia holen gerade Brötchen und dann werden wir frühstücken. Sieht irgendwie ein bisschen mager aus. Die haben mir ganz aufschnitt weggegessen und ich habe das nicht wirklich mitgekriegt. Ach, da ist meine Freundin, die joggt. Ich bin so fleißig im Joggen. Ja, ich habe mir jetzt einen Cappuccino gemacht, den werden wir trinken und dann werden wir mal gucken, wie wir den Tag heute so gestalten. Eigentlich wollte ich irgendwo hin, gucken, ob halt irgendwo Stadtfest ist oder so, ein bisschen bummeln, aber es sieht sehr nach Regen aus. Schade, also merkwürdiger Sommer. Eigentlich nicht, eigentlich normales Sommerwetter in Deutschland, ne? 10 Tage irgendwie geballte 40 Grad und dann wieder erstmal 6 Wochen gar nichts. Nicht wahr, Carlos? Nicht wahr, Carlos? Meine Hübschen, ich sitze hier auf der Couch, habe gerade den Carlos gestellt und habe ihn hier hingelegt zum Heier machen. Der ist eingeschlafen. Der ist so süß. Mein süßer Fratz. Mein süßer Fratz. Die Lamia macht Mittagsschlaf und Dominik und Joanna sind zum Studio gefahren. Die wollen ein paar Videos drehen für Dodo Spielzeugwelt. Und die Joanna hat ein DM Baby Life Shopping Haul Vlog gedreht. Und den habe ich gerade auch noch geschnitten. Der ist jetzt auch online auf Dojo gleich. Ne, eine Stunde erst. Ich werde euch das Video mal unten verlinken oder hier oben. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Hat die echt süß gemacht. Und ja, wir waren gestern auf einen Geburtstag eingeladen von Freunden. Und da hat man uns gesagt, dass ein Haus zu verkaufen ist. In der Nähe da. Und da sind wir dann vorbeigefahren und sieht voll schön aus von außen und so, voll super. Und dann haben wir da angerufen heute Morgen und so. Und von der Quadratmeterzahl, die es da sind und die Zimmer und der Garten und die Lage, alles tipptopp, ja. Aber der Preis, holla, die Waldfee, what? Also mega, mega teuer, finden Dominik und ich. Also es ist echt schon eine Hausnummer. Und weil der Ausbau hier, also wir haben uns das nochmal überlegt, das, was wir für dieses Haus und dieses Grundstück hier bezahlt haben, ist fast so viel, wie der Ausbau kosten würde. Und wenn man das so rechnet, dass das Haus, was wir hier bezahlt haben, plus der Ausbau, wenn wir dann das Haus verkaufen würden, würden wir das Geld sowieso niemals wiederkriegen. Und für das Geld, was wir dann hier investiert hätten in das Haus, würden wir ein ganz anderes Haus kriegen. Das wäre so eigentlich die Preisklasse, wo ich gedacht hätte, dass dieses andere Haus, was frei ist, jetzt kosten würde. Aber nein, dort kostet nochmal 150.000 extra. Oder also das Haus soll kosten 460.000 Euro. So. Das ist eine Hausnummer, das sage ich euch aber. Mein lieber Schieber, es ist echt super teuer und ja, das ist nicht in unsere Preiskategorie, definitiv nicht drin. Ja, wir werden uns das trotzdem einfach mal neugierigerweise angucken und ja, mal schauen. Also, das ist echt richtig viel Kohle. Das ist viel zu teuer. Das musst du erstmal stemmen können, ne?
Ja, sehr schade. Also wenn das so in den Preiskategorie wäre, was ich mir vorgestellt hatte und der Dominik auch, wäre es vielleicht machbar gewesen, das dann zu kaufen und das Haus hier vielleicht zu vermieten oder so oder das hier zu verkaufen. Ja, der Dominik überlegt die ganze Zeit, der liegt mir schon seit Jahren in den Ohren, Immobilienanlage, bla bla bla. Ja, ich bin da nicht so der Fan von, aber naja, auf jeden Fall wäre das da vielleicht eine Möglichkeit gewesen, wenn das in unserer Preiskategorie, mir ist wach, in unserer Preiskategorie wäre, eventuell das dann zu vermieten und das andere Haus dann zu kaufen. Und aber 460.000 Euro definitiv No-Go, das geht gar nicht. Das ist da für uns leider nicht drin. Ja, jetzt schläft das eine Kind, das andere Kind ist wach. Keine Pause für Mama. Ist noch Jonalu an. Hörspiel. Du bist wieder wach. Du bist wieder fröhlich. Das freut mich. Ich hau nicht mehr. Du haust nicht mehr? Ja. Du hast gerade die Jonna gehauen, ne? Ja. Da hat die Mama doll geschimpft, ne? Ja. Hm. Ja. Das geht so nicht, ne? Guck mal, das Puzzle. Ja, hast du mit Papa gemacht heute Morgen? Ja. Da haben wir die Geschichte gelesen. Die Geschichte gelesen? Ja. Was ist denn für eine Geschichte? Laura Stern. Laura Stern? Nee. Ist doch nicht Laura Stern. Ach, Rapunzel. Rapunzel, wollte gerade sagen. Rapunzel, Rapunzel. Babunzel, Babunzel. Jemand hat so lange Haare wie du, ne? Ja. Oder nicht? Ja. Ja? Ja. Ah! Oder nicht? Oder nicht? Dann muss ich noch rausholen. Natürlich, mach ich. Komm her. Spielen. Spielen? Ja, können wir. Können wir. Ich muss aber den Carlos in seinen Aufschrei tun. Jetzt müssen wir, die Mama räumt mal das Chaos hier eben auf. Und dann können wir spielen. Ja, machst du wieder an? Ja. Jona, Jona, Lu. Was leiser oder lauter? Von mir aus gern. Und jetzt zaubern wir gemeinsam. Komm tanzen. Oh ja, wir zaubern mit. Käfer, you. Wir zusammen sind Jona, Lu. Jona, Jona, Lu. Jetzt fehlt's nur noch du. Und ein Jona, Lu. Bis auf du. Luften wie ein Jona, Lu. Krabbeln wie ein Jona, Lu. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Und so lange, wo wir überhaupt waren. Ich habe die Kamera im Auto vergessen. Oh, also wir waren gerade auf dem Trödel. Nichts Besonderes. Eigentlich voll langweilig. Bist du dick geworden jetzt, Lamia? Geil. Hast du zugenommen, jetzt während wir jetzt über den Trödelmarkt gelaufen sind? Jetzt sind wir wieder im Auto. Und jetzt... Wohin, was machen wir jetzt? Wir gucken mal. Das entscheidet unser Auto, wo wir jetzt hinfahren. Das Auto ist überhaupt größer da. Hier ist ein Knopf, wenn du da durch dieses Löchlein drückst. Und okay. Wir haben drei Sachen gefunden. Oh, wir haben drei Sachen gefunden. Einmal so zwei Umpflanztöpfe. Das heißt, wir gucken mal. Wie so Silber. Danke. Zinkwanne. Und einmal so ein Deko-Ding. Ich hab ihn, da ist einmal ein Schmetterling. Nein, und einmal, wie hieß die Schrift? Die andere? Oase. Oase. Und dann haben wir noch einmal für meinen Cousin, der ist jetzt eins. Mama. So ein, was für ein... Mama. Also, Poolbaum. Ja. Mama. Das ist so ein Kreis und da kann man sich reinsetzen. Dann ich die Hände nach Handy. Oh, mein Handy ist jetzt und im Kofferraum. Es war ein bisschen. Ich wollte Auto spielen. Denn da waren nur fünf. Aufs Wasser. Nein, den Hall. Den Hall? Ich kann aber nicht mehr gucken. Kann das den okay geben? Komm. Der will nicht. Willst du da nochmal hin? Und
Ja, aber es hat trotzdem mal Spaß gemacht, ein bisschen rauszugehen. So, ihr Hübschen, wir sind wieder zu Hause. Hallo. Wir haben uns in den Garten verkrümelt. Hallo. Hallo. Carlos ist auch dabei. Wir sind den Kinderwagen hier, den habe ich gerade gefüttert. Und jetzt macht ihr so ein bisschen so Geräusche, ist aber ein bisschen windig. Ich wollte euch mal zeigen, was ich auf dem Trödel gekauft habe. Ich habe tatsächlich was, die hatten da so eine kleine, eine Boutique. Die, also eine Frau, die eine Boutique führt, hatte da so einen kleinen Stand mit Klamotten. Und das Lustige an der Sache, muss ich euch immer erzählen, wir waren gestern auf dem Geburtstag. Und da war eine Bekannte, die hatte eine richtig geile Jeansjacke an. Und ich habe sie so gefragt, hör mal, wo hast du die Jeansjacke her? Die war nämlich gerade in Lanzarote im Urlaub. Und meinte noch zu mir, ich so, da sag jetzt bitte nicht aus Lanzarote. Die so, nee, ich habe die da und da gekauft und so. Ich so, boah, ich lauf auch immer an diesem Laden vorbei. Aber der sieht meistens so Oma-mäßig aus. Und da hat die echt diese abgefahrene Jacke da gekauft. Für 60 Euro. Jeansjacke. Und ja, ich so, okay, gehst du Montag mal auch dahin und guckst mal, was die da so Schönes haben. Ob die Jacke noch haben. Auf jeden Fall waren wir halt auf dem Trödel und da war so eine Frau, die hatte einen Stand, die hat eine Boutique geführt und der Stand war ganz, ganz klein, so ein Meter oder anderthalb Meter, wenn überhaupt. Und ja, da habe ich die Jacke gefunden. Für die Hälfte, für nur 30 Euro. Und die ist, die Jeansjacke ist einfach der Hammer. Hammer! Kennt ihr das, wenn ihr was seht, was einfach... Du bist Hammer, wie du dich bewegst in der Jeansjacke, Hammer. Die ist geil, die Jacke. Echt, jetzt sieht die zwar ein bisschen dumm auf, wenn ich die hier anziehe. Aber es war echt geiler Zufall. Also Christine, wenn du das siehst, ne, Gruß an dich. Die Rose hat Schnäppchen gemacht. Jetzt sieht das ein bisschen komisch aus mit der... So, die passt, aber das, da muss man was anziehen, was, wie heißt das? Wie heißt das denn nochmal? Ärmelfrei, weil da krampelt sich alles so doof um, das mag ich sowieso nicht an Jeansjacken. Wenn ich eine Jeansjacke anhabe, am liebsten einen Top da drunter, das sieht irgendwie am coolsten aus. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch L anprobiert, L war viel zu groß, das ist jetzt M. Und wenn ich jetzt das nicht anhätte, dann wird das auch viel schön aussehen. Schön. Die ist super cool. So eine Coachella-Festivaljacke. Mhm. Was ist los? Hast du wieder was zu meckern an meiner Jacke? Nee, ich hab Bauchschmerzen. Ach so, der Dominik hat sich Kuchen geholt. Ich hab keinen Kuchen. Wow, Mädels, das ist sehr cool. Oh, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Na, mir ist durch. Warum bist du denn klitschnass? Weil ich da mit dem Spritz hat. Jonna, das ist überhaupt nicht lustig. Die ist erkältet und es ist mega windig. Wir haben Fang. Jetzt gehst du die rein und machst sie trocken und ziehst sie bitte um. Zieh dir was Warmes an. Die Jonna geht mit dir rein und trocknet dich jetzt ab. Und dann kannst du dich bei deiner Schwester entschuldigen. Entschuldigung. Komm, geh schnell rein. Schnell rein, abtrocknen und dann kannst du oben die Schlafsachen schon anziehen. Komm schneller! Ja, auf jeden Fall diese wunderschöne Jacke hier. Muss die Kinder müssen einem immer alles unterbrechen, ne? Meine Güte, ne? Anstatt 60 Euro, 30 Euro. Yes! Ich freue mich. So sieht die von hinten aus. Ich finde, die ist einfach geil. So, da ich habe mich gestern in diese Jacke verliebt. Dann eine weiße Hose. Die ist unheimlich gemütlich. Aber sitzt echt gut. Die sitzt nicht so schlapprig oder so. Sehr schön, eine weiße Hose kann man immer gebrauchen. Und das Lustige ist, dass ich auf Insta eine gesehen habe, der ich eine Bloggerin, der ich folge, die hatte dieses Oberteil hier an, ohne Witz. Da habe ich die gefragt, wo hast du das her? Da hat die gesagt, aus Bali. Und da habe ich dieses Oberteil noch da gefunden. Ich habe gesagt, das kaufst du. Auch genau das gleiche, was die da sich in Bali gekauft hat, habe ich dann hier in Xanten am Trödel gekauft. Geil. Auf jeden Fall hatte die auch so eine weiße Hose an und damit so ein mit dem Oberteil hier, das sah richtig toll aus. Dann war die ja noch so braun gebrannt. Und das Schöne ist, dass ich damit auch noch stillen kann. Das ist gut. Schön, das ist ganz weicher Stoff. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise sind diese Einläden da immer so... Mhm. Das riecht auch jetzt nicht nach diesem Billigzeug, weißt du? Echt schön. Finde ich gut. Warum hast du mich von dem Kuchen nicht abgehalten? Ich sag dazu gar nichts. So, die weiße Hose habe ich. Die Jeansjacke, dieses Oberteil. Dann habe ich noch ein weißes Kleid mir gekauft.
So, das sieht auch richtig schön aus. Normalerweise lassen solche Hängerkleider einen auch schon mal ein bisschen komisch schwanger aussehen, aber das hier nicht. Das fällt echt richtig schön geschmeidig. Sieht schön aus. Hat hier hinten auch so Bommel und auch hier oben. Also alles dieses Jahr wieder in so Bommel. Coachella, Hipster, Hippie Dingsbums. Und dann nochmal, das hier ist auch voll schön getragen. Sieht das toll aus. Echt eine schöne Farbe. Und kann man hier auch aufmachen, kann ich auch stillen. Super, hat hier so Cutouts. Echt sehr, sehr, sehr nice. Nice. Tommy, nice. Das hier sieht schön aus unter der Jeans. Bei der Jeansjacke. Und das weiße Kleidchen unter der Jeansjacke auch schön aus. Ja, das war meine Ausbeute. Ich habe überhaupt zugeschlagen. Ja, du hast eine gute... 100 Euro hat das gekostet alles. Es geht. Meine Wenn du bedenkst, dass die Jacke alleine schon 60 gekostet hätte ja. und die weiße Hose 35, also, ne, ich kann Stäbchen machen. Ja, kannst du. Ja. Der Dominik, der sitzt hier und liegt hier chillig da in seiner... Oh, ah, das haben wir übrigens auch gekauft. Das und das, das passt doch prima. Das sieht so geil aus, Domi. Mit dem Teil da. Wie heißt das? Das fällt mir wieder nicht ein. Ich lasse das letzte Mal genauso hier und wusste nicht, wie das heißt. Bommel. Nee, Bommel habe ich auch gesagt. Gebümmel. Das heißt Luftspiel. Keine Ahnung. Von der Luft geküsst. Das Ding da, das sieht schön aus da. Oase, 5 Euro und 5 Euro. Normalerweise sind diese komischen Dinger für den Garten, diese Deko-Stäbe, immer voll teuer. Aber jetzt 5 Euro. Ich finde es schön. Und ihr standet gerade hier auf dem Podest. Und da ist mein Latte, Macchiato. Da ist jetzt dein Kuchen. Ich esse das nicht. Und das ist der Dom. Ach, der Quentin. Der Quentin, der sitzt auch da. Der liegt da und denkt, der kriegt Kuchen. Kriegst aber nicht. Und der Carlos, der chillt seine Base hier drin. Ganz lieb. Unser kleiner Spatz. Ist der müde, der Domi. So, ich mache jetzt Essen. Und dafür brauche ich Salat. Und jetzt hole ich Rucola-Salat aus dem Garten. Guck mal, wie schön das aussieht übrigens. So schön bunt. Yes. Ja, die John, das ist wie so ein Vampir, ey. Ich sehe der Teenager schon, der andere, die ihre Rollos unten hat. So. Dann holen wir mal Rucola. John, Natur und fleißig. Ach, weil ich hab keine Stiebe. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, guckt euch das mal an. Shit, die sind viel zu groß hier. Ich muss morgen irgendwas mit Dings machen. So, Rucola. Wollen wir den mal abmachen, wa? Fertig, meinst du?